nämlich eine Grundsteinlegung für einen neuen Weg, für einen neuen Auftritt. Aber ein bisschen müssen wir wissen, woher das er kommt. Markus Mahler, Gebrüder Mahler, woher kommt denn die Firma? Wir sind eine Firma, die im Dorf verwurzelt ist. Der Grossvater Matthäus Mahler ist ungefähr 1915 von Deutschland eingereist. Hat bereits 1919 dann da selbstständig mit einer Maurerfirma angefangen. Wir haben also schon eine lange Tradition. Der Kleinbetrieb hat er eigentlich mit wenig Mitarbeitern geführt. Er hat Häuser gebaut. Teilweise sind es Häuser in Henau, wo man noch bestaunen kann. Die sind dort mal in Kriegsjahren gebaut worden. Und so eine Story ist zum Beispiel, dass man dort mit einer rationierten Zementmenge auskommen musste. Da hat man mit drei Häusern Zement hat man dann, oder mit ungefähr, will sagen, zwei Häuser Zement hat dann drei Häuser gemacht. Da merkt man heute noch, wenn man dort mal ein Loch rausbrechen muss in den Kellerwänden. Das ist wirklich gut zum Durchbickeln. Wir sind da, wir sind heute noch auf dem Bau. Wir haben da aufgenommen, das ist bei uns in den Genen. Ich selber bin dann, nachdem ich in der Baustelle war, 1991 daheim eingestiegen und habe dem Vater am Anfang des Jahres gesagt, so, jetzt übernehme ich da. Aber was hat sich denn in letzter Zeit auf der Baustelle oder einfach generell auf dem Bau verändert? Kurt, kannst du da uns ein bisschen erzählen, was hier abgeht? Ja, generell schaffen wir immer noch mit Wasser und Zement. Das ist die Hauptsache vom Beton. Kies braucht es auch noch dazu. Aber man kann sagen, im Allgemeinen ist das Bauen schneller, komplizierter geworden. Das heisst, die Ansprüche an jeden Arbeiter, der darauf arbeitet, ist gestiegen. Und die Anforderungen an das Bauwerk sind komplexer geworden und verlangen auch von den ausführenden Arbeitern oder Geschäften, die arbeiten, mehr Detailkenntnis im Einzelnen. Und das Engagement, das wir haben oder das wir am Tag bringen müssen, das ist das, was wir schon immer hatten als Maler AG. Wir haben immer weiter gedacht, wie bloß bei uns vor die Füße an. Und das ist auch ein Zeichen oder ein Markenzeichen von uns, das wir mitgenommen haben. Du hast das Wort gesagt, komplett. Wir sehen es auf allen Liebli, wir sehen es da vorne, komplett am Bau. Markus, was ist denn ein kompletter Anbieter? Dass wir können sagen, wir sind von Anfang an dabei und können wirklich dann den Schritt machen und sagen, wir helfen dir, ein komplettes Angebot zu machen bis zum Schluss. Und das heisst, die anderen Handwerker einbeziehen. Ja, da kann man vom Maurer bis zum Gipser, zum Stromer, das sind alles unterschiedliche Leute und das muss man zusammenfügen. Und ohne das koordinieren und wirklich zusammenfügen, stehen wir alle allein da. Fließende Übergänge, oder? Wir haben es vorher auch gesehen. Also wenn Übergänge fließend werden, haben sie gehört in der Musik, oder? Denen, was aufgefallen ist. Das ist die Inspiration für den neuen Auftritt. Warum Musik, oder? Also. Oh gut, das Musikstück fängt das Stück an beim ersten Ton und den muss verheben, bis zum Schluss der Ausklang ist. Also bis zum letzten Ton. Bis zum letzten Ton, ja.